Putzen, Kochen, Liebe. Ist das zu viel für eine moderne Frau, meine Damen und Herren? Am Freitag war der Ehemann Dieter Bohlen bei uns zu Gast. Die Ehe ist momentan in einem Zustand, wo man sagt, das wird vielleicht auf Scheidung hinauslaufen. Heute Abend hören wir die ganze Sache von der anderen Seite. Wir begrüßen die Noch-Gattin von Dieter Bohlen, Verona Bohlen. Herzlich willkommen. Bohlen oder Feldbusch? Ja, das ist hier die Frage. Ja. Also laut Ehe, sage ich mal, heiße ich Bohlen, aber vorher hieß ich natürlich Feldbusch und ich nenne mich auch zurzeit Feldbusch. Wieder Feldbusch. Hast genau. du die Sendung am Freitag gesehen, als dein Mann hier war? Ja, ich habe sie spannend verfolgt. Ja, für alle Zuschauer, die es dummerweise nicht sehen konnten, ein kurzer Ausschnitt nochmal des Auftritts von Dieter Bohlen am Freitag. Musik und wollte morgens eben komponieren und so und sie meinte, Mann, ich spiele jetzt mit mir. Und ich wollte dann mal irgendwie was zu essen haben oder so und dann, wenn dir deine Frau dann sagt... Wenn dann, weißt du, wenn deine Frau dann sagt, ja, fahr in Nachbardorf, hol dir was zu essen, wenn du Hunger hast. Dieter hat sehr sich beklagt, als er am Freitag hier war. Ist es so, dass du zu ihm gesagt hast, fahr ins Nachbardorf, als er sagt, ich habe Hunger und will was essen? Ja, das ist richtig. Ich habe gesagt, fahr doch nach Hittfeld und hol dir was. Oder gibt es hier keinen Pizzaservice? Ja, aber ich muss dazu sagen, ich stand zufällig in der Küche, er kam die Treppe runter und er sagte ja nicht zu mir, mein Schatz, kannst du mir bitte was zu essen machen, weil ich sehr gerne koche, sondern er sagte zu mir, Verona! Und ich, ja, ich habe Hunger. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja, dann hol dir doch was. Und naja, woher denn? Dann habe ich gesagt, fahr nach Hittfeld und hol dir was. Also es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, mach mir bitte was zu essen, weil dann hätte ich es bestimmt gemacht. Hattest du was im Haus? Ja, der Kühlschrank ist voll. Ja, also kochst gerne. Ja, ich koche sehr gerne. Ja. Und ich meine, das ist die Hausordnung Nummer eins. Der Kühlschrank muss voll sein und der war auch voll. Also ich hätte ihm gerne was gemacht, aber... Kommt eben auch darauf an, wie man jemanden fragt. Was heißt Hausordnung Nummer 1? Hattet ihr so eine klare Vorschrift, wie das abzulaufen hatte? Wir gemeinsam nicht, aber ich glaube, Dieter hat eine Hausordnung. Wie sah die aus? Ja, ich habe sie nicht zu lesen bekommen, aber ich habe sie zu spüren bekommen. Und zwar, wir haben uns ja vor der Ehe kennengelernt, eigentlich nur so unterwegs. Wir waren essen, wir haben uns viel unterhalten und so weiter. Aber das Ganze war ja so, wir hatten vorher kein Zusammenleben. Also ich habe das Haus vorher nie gesehen und war auch vorher nie im Haus. Und ich wusste nicht, wie er sich im Haus aufhält oder verhält. Und wie war das dann? Ja, wir kamen von den Flitterwochen wieder. Er hat mich über die Türschwelle getragen, er hat mich hingestellt und hat gesagt, so mein Schatz, das ist jetzt dein Zuhause. Ich guckte und sagte, naja, nicht schlecht. Und dann sagte er, gut. Und dann fing das dann irgendwie an. Er schaute sich erstmal alles an und sagte, ja, das und das fehlt hier und das und das. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte wie eine Sekretärin immer hinter ihn herlaufen können mit einem Block in der Hand und erstmal notieren können, was im Haus fehlt. Aber wir waren allerdings sehr müde, wir waren fast 2 Tage am Flughafen. Und ich habe gedacht, gut, der Mann hat vielleicht einen Jetlag, ich vielleicht auch. Jetzt nehme ich das einfach mal alles so hin, aber es wird sich schon einspielen. Aber das Problem war einfach, dass ich glaube, dass Dieter zu Hause eben seine Hausordnung hat, die er selbst aufgestellt hat. Und danach muss man sich dann halt richten und das sehe ich nicht so ein. Und wie war es? Er hat gesagt, er lag auf dem Bett und da wärst du gekommen und er hätte gesagt, guten Abend. Und hättest du gesagt, ja, und Moment. Und dann hättest du gesagt... Du hättest gesagt, schau mal in den Schrank, da wären schon keine Kleider mehr drin gewesen. Also das heißt, völlig überstürzt ausgezogen. Nein, das ist nicht richtig so. Natürlich haben wir uns im Laufe der Zeit, die wir zusammenlebten, 1,5 Monate, oft gestritten. Ja. Also wir haben uns dann halt, wir hatten Meinungsverschiedenheiten über die Hausordnung, wie gesagt. Und ich wusste ganz genau an den Abend, dass das wieder irgendwie eventuell zum Streit kommen würde. Wir waren um 12 Uhr verabredet zu Hause. Ich hatte ihn vorher angerufen. Er sagte zu mir, ich bin im Fitnessclub. Und dann meinte ich, gut, wann kommst du nach Hause? Und er, ja, um 12. Was soll ich vorher schon zu Hause sitzen? Da habe ich gesagt, gut, dann komme ich auch um 12. Dann kam mir aber die Idee, weil ich wusste, heute Abend wird bestimmt kein netter Abend, meine Sachen zu packen. Allerdings habe ich nicht alles gepackt, sondern ich habe eine Reisetasche gepackt, das Nötigste, und bin in meine Wohnung nach Hamburg gefahren. Punkt 12 habe ich auch angerufen, damit er sich keine Sorgen machen muss und habe gesagt, ja, ich bin ja im Moment erstmal in meiner Wohnung, weil ich glaube, heute Abend und so weiter wird das Ganze nicht so nett. Und dann hat er gesagt, ja, bist du ausgezogen? Dann meine ich, na, was heißt ausgezogen? Aber ich glaube, im Moment haben wir ein bisschen Stress und ich würde gerne in meiner Wohnung übernachten. Und daraufhin hat er in den Schrank geguckt und gesehen, dass dann zumindest oben im Schlafzimmer die Sachen fehlten. Verstehe. Also es war eigentlich auch ein Missverständnis, oder? Ja, also Missverständnis.
Also ich denke mal, dass ich nicht die einzige Frau bin. Das passiert bestimmt auch in vielen Beziehungen, sagen wir mal, zwischen Freundinnen und Freunden, dass wenn die Leute sich streiten, entweder fährt die Frau zum Beispiel zu ihren Eltern, zum Bruder oder nach Hause. Ja, und für mich war das einfach so, ich wusste ganz genau, wenn wir uns heute Abend um 12 da hinsetzen und wieder über die gleichen Probleme reden, dass wir uns vielleicht irgendwie streiten würden und so. Und das wollte ich einfach vermeiden. Aber ich war ja nicht weg, dass ich jetzt spurlos verschwunden bin, sondern ich bin ja nur in meine Wohnung gefahren, habe ihn ja auch pünktlich um 12 angerufen und habe im Nachhinein erfahren, dass er beim Fußball war und sich Fußball angeschaut jetzt hat. Jetzt sagen natürlich viele, 4 Wochen Ehe, das war von dir kalkuliert. Die hat ihn geheiratet, die zockt ihn ab. Ja, und das ist ja, und das ist ja ganz einfach. Also, das ist, denke ich mal, eindeutig nicht der Fall. Denn jeder weiß, wenn man ohne Ehevertrag heiratet, Ihr habt keinen Ehevertrag. Wir haben keinen Ehevertrag. Je länger man verheiratet ist, umso mehr steht mir zu. Und wenn ich jetzt so in Anführungsstrichen so geldgierig gewesen wäre, dann hätte ich die Hausordnung schön befolgt, 2, 3 Jahre gewartet und wäre dann gegangen, weil dann hätte ich mit Sicherheit viel mehr Geld erwartet, was ich weiß noch nicht mal, was jetzt auf mich zukommt, als wie jetzt im Moment. Aber warum? Ja. Warum? Du wirst juristisch vertreten von der Kanzlei Matthias Prinz in Hamburg. Ja. Das ist eine sehr renommierte Kanzlei, die zum Beispiel auch Caroline von Monaco berät. Richtig. Und vertritt. War das deine Idee, da hinzugehen? Hat mir dir das empfohlen? Dieter hat es mir empfohlen. Dieter hat gesagt, da hinzugehen. Ja, natürlich nicht so. Also es war so, irgendwann mal im Laufe unserer langen Ehe kam er auf den Gedanken, eventuell doch einen Ehevertrag abzuschließen. Und welcher Zeit war das ungefähr? Vielleicht nach 2 Wochen. Wir hatten auch kurz vor der Ehe schon mal von diesem Thema gesprochen. Aber es war eben halt so, wir haben geheiratet ohne Ehevertrag. Überall steht, das war meine Bedingung. Ich meine, vor der Ehe kann jeder Mensch Bedingungen stellen, wie er möchte, denke ich mal, anstatt nach der Ehe. Und Dieter ist ein erwachsener Mensch. Und wenn er mich heiratet ohne Ehevertrag, dann war das seine freie Entscheidung. Und ich hatte ihn zum Beispiel vor der Ehe angeboten. Ich habe gesagt, gut, jetzt sind wir zusammen. Ich habe mich nun mal an dich verliebt, ist passiert. Und jetzt möchte ich auch dazu stehen. Und wenn du Angst hast, mich ohne Ehevertrag zu heiraten, biete ich dir jetzt an, 3 Jahre bei dir zu leben, nur als Freundin. Er hatte die Ehringe inzwischen gekauft und ich habe gesagt, gut, wir gehen nicht zum Altar, wir trinken ein Glas Champagner, wir tauschen die Ringe, für uns sind wir gedanklich verheiratet. Und in 3 Jahren, wenn die Liebe so groß ist, heiratest du mich in 3 Jahren. Und damit wäre ich ja totales Risiko eingegangen, weil nach 3 Jahren hätte er zu mir sagen können, das war's, mein Schatz, und tschüss, was er ja nicht zum ersten Mal vielleicht gemacht hätte. Ja, und dann wäre ich gegangen, aber ich habe ihm das angeboten und ich habe zu ihm gesagt, lass uns einfach nur so verheiratet sein. Fordert der Anwalt für dich jetzt eine konkrete Summe? Ja, das ist alles viel zu früh, weil ich kann nur sagen, ich weiß von der Scheidung überhaupt nichts. Ich habe weder was schriftlich noch sonst wie bekommen. Kein Brief, nichts, nein. Ich habe das alles durch die Presse erfahren. Und ich habe meine Anwälte nur aufgesucht auf den Wunsch von Dieter, weil er sagte, geh bitte zum Anwalt und lass dich beraten in Richtung Ehevertrag. Vielleicht könnten wir ja einen abschließen. Und daraufhin bin ich natürlich, weil ich aus Hamburg komme, klar, Prinz ist uns allen Begriff, ganz besonders den Leuten aus Hamburg, bin ich natürlich zu Prinz gegangen. Also du bist nicht hingegangen wegen der Scheidung, sondern wegen des Ehevertrags. Genau, das ist richtig. Ich bin da hingegangen, habe ein Gespräch geführt. Allgemein, ich bin zum ersten Mal verheiratet und ich habe keine Ahnung von Eheverträgen. Und für mich war das einfach vorher als normaler Mensch der Gedanke, Liebe und Verträge finde ich nicht so schön. Ich hatte nie den Wunsch, irgendwie, sagen wir mal, einen Multimillionär unbedingt zu heiraten. Ich hätte niemanden auf dieser Welt mit Ehevertrag geheiratet. Es war das Gefühl, ja? Aber du wusstest schon, wie reich Dieter ist, als du ihn geheiratet hast. Ja, natürlich. Ja. Wie reagiert jetzt die Presse überhaupt? Ruft man dich an? Wirst du belagert mit Interviewwünschen oder was? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe vorher schon viel in der Showbranche gemacht, als Sängerin und alles Mögliche. Aber so war das wirklich noch nie. Und die rufen mich auf meine Privatnummer an. Also es war so, bevor der erste Bild-Zeitungsartikel erschien, rief mich eine Zeitung an, die Aktuelle, und sagte, geben Sie jetzt ein Interview, das ist Ihre Chance, Ihr Mann zieht über Sie her. Und habe ich gesagt, ey, ich bin immer noch ein Mensch, ich kann jetzt nicht einfach eine Schlammschlacht anfangen. Ich kann im Moment dazu nichts sagen. Daraufhin haben die jetzt eine Doppelseite gebracht mit der Überschrift, ich kratze Nadja die Augen aus. Ich habe sowas nicht einmal das gedacht ist die, das und nicht Freundin, einmal die jetzt gesagt. Bei ihm eingezogen genau. Ist. Ja. Und sowas finde ich ziemlich unfair. Und ich habe dann nach einigen Tagen, die ich mich so ein bisschen auch beruhigt habe, weil man darf ja auch nicht das Menschliche an der ganzen Geschichte vergessen, war das für mich natürlich auch irgendwie wirklich so ein kleiner Schock, habe ich dann das erste Interview der Bild-Zeitung gegeben und das, was die geschrieben haben, war wirklich korrekt. Und gibt es Anfragen mit Nacktfotos oder so, dass man sagt, also ja, also es ist total eigentlich witzig, also wie die Leute das immer alle so auffassen. Also der Playboy hat sich heute gemeldet über die Bildzeitung, kamen die dann auch auf meine Privatnummer und bei mir ein Management und haben gesagt, ja, Verona hat bis jetzt noch nie Nackt- oder Aktfotos gemacht und wir würden gerne Verona ablichten. Und ich habe gesagt, okay, nur den Namen Felbusch nicht, aber unter Bohlen wahrscheinlich.
Hey. Also die ganze Sache ist noch sehr in der Schwebe, ja? Hältst du für möglich, dass ihr noch mal irgendwie zusammenkommt? Ja, das Ganze, wie gesagt, das ist irgendwie für die Leute wahrscheinlich sehr unterhaltsam. Jeder ist verheiratet und hat das vielleicht mal vor. Deswegen interessiert es die Leute wahrscheinlich auch sehr. Aber man darf natürlich nie das Menschliche auf der anderen Seite vergessen. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Wir kannten uns 6 Monate vor der Ehe. Es war eine verrückte Zeit. Immerhin. Und es war eine sehr verrückte, aber sehr lustige Zeit. Und ich habe Dieter von einer ganz anderen Seite kennengelernt, als wie er in den Medien vertreten wird. Er war ein total lieber Mensch, sehr witzig. Wir hatten absolut den gleichen Humor. Wir haben sehr viel gelacht, uns unterhalten. Und für mich ist das Ganze eben so, die eine Seite ist vielleicht lustig und verrückt, aber die andere Seite ist natürlich auch so das Menschliche, dass man natürlich auch irgendwie traurig ist und erstmal mit den ganzen Neuigkeiten klarkommen muss. Zum Beispiel, ich ziehe aus, Nadja zieht ein. Ich meine, ist auch eine nette Überraschung. Vielleicht kann man sagen, noch ist Bohlen nicht verloren. Ja? Dass das nochmal irgendwie zusammenkommt. Ich finde auf jeden Fall toll, dass du hier warst. Dankeschön. Und drück dir Raum, dass es einigermaßen sauber über die Bühne geht. Ja? Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Verona Petkus.